stelle ich mir schmerzhaft vor. Oh, ist er verletzt? Batman, geht's dir gut? Mir geht's gut, Jim. Wo ist Quinn? Weg. Sie muss abgehauen sein, als Bane dich rumgewirbelt hat. Wir müssen dich von der Insel runterbringen. Ich bin kein Anfänger. Ich kann das selbst regeln. Ich zerbreche dich, Batman. Und danach die Brucha. Nein, Bane. Diesmal zerbreche ich dich. Mem. Die Brucha heißt übrigens Hexe. Aber das wird uns Batman noch erzählen, weil er ist ja total schlau und so. Richtig Jim, schlau. Geh zurück aufs Festland. Es ist zu gefährlich hier. Es gefällt mir nicht, dich hier zu lassen. Ja, soll er mitgehen und dann... Das Radio sagt, er hätte Bomben über ganz Gotham verteilt. In Gotham wird Panik ausbrechen, du wirst da gebraucht. Wir sind bereit zu gehen, Sir. Wen hat Dr. Yang Brucha genannt? Was bedeutet das? Das ist Spanisch für Hexe. Tja, dann macht wohl jemand nicht so super tolle und legale Experimente, hm? Oracle, geh die Computer der Stadt durch. Suche alles über Dr. Yang. Ich sehe mir die Sachen dann an, wenn ich in der Höhle bin. Eine Betthöhle auf Arkham Island? Ich habe sie vor Jahren erbaut. Es ist das Beste, wenn man für solche Situationen vorsorgt. Wie hast du geschafft, das geheim zu halten? Ich bin's, vergiss das nicht. Und glaubst du, dass Dr. Yang mit Venom experimentiert hat? Derselben Chemikalie, die Bane in dieses Tier verwandelt hat? Ja, ich bin besorgt. Bane schien noch mächtiger als sonst zu sein. Joker will das Venom und das kann nur Ärger bedeuten. Ich gehe jetzt nach Arkham North zum Deadman's Point. Ich melde mich, wenn ich in der Bathöhle bin. Ja, ne? Denk dran, ich bin's. Batman. Natürlich hat er, das nehmen wir definitiv mit. Natürlich hat er eine Betthöhle auf Arkham Island. Weil, warum nicht? Ups, das wollte ich nicht. Warte, so. Da muss ich hin. Also gehen wir, links. Okay. Wollte doch den hier machen. Da sind viele Leute. Das ist auch so viele Leute. Er ist hier! Wirf ihn zum Boden und trampel auf seinem Gesicht rum! Ja, genau. Schreist du, während ich in Slow-Mo dir in die Fresse schlage, trete. Natürlich. Das ist logisch. Macht man so. Kann ich mich an die anschleichen? Da war mal eine Richtung. Ja. Es ist die Fledermaus! Komm schon! Geht's ihm gut? Das war jetzt nicht so schlimm. Mein Gesicht wird ganz... Ich werde dich zusammenschlagen. Du. Aber das war okay. Bauen hier doch was, hm? Nein. Nicht ducken, sondern laufen. Was ist... Ach Mann, was ist denn mit meinem Umhang? Seht ihr das? Und dann mein Gesicht hat auch noch irgendwie eine Schramme abbekommen, da. Das Auge. Ach. Wer bezahlt mir das denn? Das Besondere an Deadman's Point ist, es ist seit über 100 Jahren ein bevorzugter Ort für Selbstmorde auf Arkham Island. Ja, natürlich. Ja, ich weiß. Unsere Höhle. Ich habe mal einen unglücklichen Insassen davor bewahrt, auf die Felsen unter ihm zu springen. Ich habe einen Höhleneingang gefunden und über die Jahre einen Haufen Vorräte dahin geschafft. Es ist ein Zuhause fern von zu Hause. Hm. Ja, natürlich. Ein. Ja, gut, das macht ja Sinn. Ein Zuhause fern von zu Hause. Haben wir hier die Karte? Nein, haben wir hier noch nicht. Ist auch nicht so schlimm.
Schon wieder vergessen, wo wir hin müssen. Da um die Ecke auf. Die Fledermaus! Hallo. Komm doch. Alles okay, Kumpel? Natürlich, du wirst auf dem Boden liegen okay. Und bluten! Aha. Aber zuerst du. Ach. Die blöde Steuerung, ne? Also. Folge der Höhle. Das ist eine Aufgabe, die kenne ich, glaube ich, einigermaßen gut. Was ist das hier bloß? Das Blut meiner Familie floss durch das Herz Gothams. Wir waren Ärzte, Politiker und Lehrer. Wir waren das Organ, das die verfilzten Adern der Stadt gereinigt hat. Wir waren ihre Diener, die alles gaben, um sie zu beschützen. Und trotzdem hat sie sich entschlossen, uns zu verletzen. Da ist ja jemand ganz schön selbstverliebt, ne? Und von sich und seinen Taten mega überzeugt. Das ist auch noch eine kleine, dezente Tür, oder? Die schwingt man halt so einfach mal auf. Natürlich. Da. Was sind das denn für Schädel, bitte? Guckt euch Batmans Kopf an, guckt euch die Schädel an. Das ist doch total der Fake. Und wieder an die frische Luft. Mitgescannt werden. Identität bestätigt. Gegenmaßnahmen verhindert. Sicherheitssystem deaktiviert. Und schön, dass die Computerstimme Oracles Stimme ist, aber Oracle nichts davon weiß, dass es diese Höhle gibt. Da könnte man ja vermuten, dass da jemand ein wenig vernarrt in die Gute ist, zumindest in die Stimme. Ah, ich hatte für einen Moment Angst, dass da unten Joker was hingesprüht hat. Joker war hier. Das wäre nicht so cool. Ja, natürlich der obligatorische Wasserfall, durch den man einmal laufen muss. Los! Anstatt eine Treppe zu bauen, ne? Anstatt einfach wie ein normaler Mensch eine Treppe zu bauen. Nein! Er muss da runter segeln oder sich mit seinem Enterhaken hochschießen. Natürlich. Auch die Monitore. Dr. Young betreute ein Projekt. Ein großes Projekt, das finanziell gefördert wurde. Hier sind ihre letzten Aufzeichnungen. Ich werde nicht schlau draus. Was bedeuten sie? Sieht aus, als hätte sie mit den Arkham-Patienten Experimente durchgeführt. Diese neue Chemikalie ähnelt der Original-Venom-Verbindung nur entfernt. Es gibt Veränderungen, die Wirkung der Droge verstärken. Diverse Hinweise auf eine Titanformel. Schon eine kleine Menge könnte eine Venom-ähnliche Verwandlung im Wirt auslösen, die den Bedarf nach den Vorratsbehältern, die Bane braucht, überflüssig macht. Warte, die Aufzeichnungen sind nicht vollständig. Die Formel fehlt. Das muss das Geheimnis sein, das Dr. Young versteckt. Wenn Joker sie in die Finger kriegt, wird er eine Armee von tausenden Banes erschaffen. Mein Gott, ist Joker verrückt genug, das zu tun? Was sag ich da? Du musst ihn aufhalten. Ja, natürlich ist er verrückt genug dafür. Das ist der verdammte Joker. Ja, yeah, die Batclaw. Oder auch Zeit. Ich folge ihr. Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen.
Ich gehe durch die Katakomben nach oben. Dann eben nicht. Ach da. Ja. Da stehen natürlich Kisten mit vollkommen unwichtigem Inhalt. Deswegen ziehen wir die einfach in den Abgrund. Weil er hat's ja. Ach, dieser Messi. Dieser Verschwender. Naja. Aber sauber machen, ne? Sich mal eine Putze leisten, das ist, ne, das. Das ist zu viel. Das, könnte man ja. Ach. Ach, wie war denn das noch? Das ist die schnelle Bat-Claw. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die. Ach, naja, egal. Ich versuche gerade die. Tut mir leid, Boss. Es hat etwas länger gedauert, ihn zu finden, als du gedacht hattest. Oh, das tut mir leid. Ich versuche das nächste Mal besser aufzupassen, wenn ich eine Insel in meine Gewalt bringe. Hey, so meinte ich. Kritik kann ich annehmen. Ich meine, ich bin nicht perfekt. Naja, wenn man darüber nachdenkt, bin ich ziemlich nah dran, perfekt zu sein. Wo war ich nochmal? Ach ja. Kritik von einem Wurm wie dir. Einem Wurm, der nur frei herumkrabbelt, weil ich seine Zelle geöffnet habe, werde ich auf keinen Fall tolerieren. Tut mir leid, Boss. Ich meinte es nicht so. Bitte! Naja, weil ich sehe, wie sehr es dir leid tut, lasse ich jemanden bei dir vorbeifahren, der deiner Frau nur beide Beine bricht. Aber Joker! Hast du ein Problem mit meiner großzügigen Art? Nein, ich glaube nicht. Danke. Vergessen wir es. Betrachten wir die Angelegenheit als erledigt. Hab ich dir schon den erzählt, wo ein Mann nach Hause kommt und seine Frau querschnittsgelähmt ist? Joker mal wieder nett, wie er lebt und lebt. Was ich sagen wollte, ist, ich habe versucht, die Schnellkombo für... Stimmt was mit dem Ding nicht? Kannst du mich hören? Musst du erst hochkommen und dir deine Ohren putzen lassen? Ich wüsste eine neue Methode. Die würde dich umbringen. Ja, lass mich doch einfach mal ausreden. Ach guck, da war doch direkt mal was. Bevor ich das scanne, will ich jetzt endlich mal zu Ende reden. Und so habe ich versucht, die Schnellkombo für das Explosivgel rauszufinden. Wo er sich so ein Salto irgendwie macht und dann das Gel auf den Boden sprüht. Es kann aber auch sein, dass es in dem Spiel noch gar nicht gibt. Als Gothams wehnen sich mit Schmerz und... Der große Detektiv hat also nur 10% meiner Aufgaben erfüllt. Bist du bereit aufzugeben? Edward, laber doch nicht einfach dem armen Typen da dazu. Ach, draufgekackt. Dann eben nicht. Nö, so nicht. So, nö. Nö, bin ich eingeschlafen. NT zweimal antippen für schnelle Kopfschau. Wieso sind wir die? Okay. Irgendwie kann ich gerade nichts. Au! Das wird wichtig! Lass nicht zu, dass er dich schlägt, du Idiot! Das ist eine gute Taktik. Lass nicht zu, dass er dich schlägt, du Idiot. Er ist aber auch der super schlaue Typ. Ist da nicht einer weggerannt? Okay, das war jetzt die schnelle Bettklaue, aber was? Okay. Das ist einfach nur die. Hm.
Okay, gut, dann ist das der schnelle Bettraum. Und das andere ist einfach nur der Pro-Moves. Ja. Gut zu wissen. Ist halt schön, wenn man so ein Spiel bedienen kann, ne? Ja, also die Sachen, die auf dem Weg sind, die nehme ich natürlich mit. Das war eine der leichteren. Das stimmt allerdings. Das hast du gut analysiert. Ist er schon da? Er? Soll das ein Scherz sein? Das Ding ist kein Mensch. Hallo, mein Name ist Dr. Gretchen Whistler. Können Sie mich hören? Ja, ich höre dich, du Schlampe. Wann gibt's Abendessen? Ich krieg langsam Hunger. Der ist ja mal wieder richtig nett. Nämlich... und dein Fleisch wie Papier zerreißen. Okay. Damit kann ich leben. Das ich habe mich noch mehr mit Dr. Young beschäftigt. Ihren Bankauszügen zufolge gab es verschiedene Zahlungen. Von April bis vor 2 Monaten. Dann nichts mehr. Die Zahlungen kamen von einer Firma, die einem Mr. Jack White gehört. Einer von Jokers ältesten Aliasnamen. Also bezahlt Joker Dr. Young dafür, ihm eine Armee zu schaffen, und plötzlich hört er auf damit. Das ergibt keinen Sinn. Joker? Ja, wie gesagt, die einfachen nehmen wir natürlich mit. Wenn es uns einem schon mal so ins Auge sticht, dann... Eine Herausforderung absolviert. Schaffst du noch mehr? Halt doch die Klappe einfach nur. Halt doch einfach nur die Klappe. Ja, wie gesagt, oder was ich sagen wollte, besser gesagt, gibt dir schließlich Erfahrungspunkte. Ein kleiner Parcours und da ist auch schon wieder ganz unauffällig ein kleines grünes Fragezeichen. Und Zähne. Natürlich. Und, oh, noch eins. Hey, das ist komisch. Die Zahlungen auf Dr. Youngs Konto haben nicht direkt aufgehört. Sie wurden abgelehnt. Dr. Young hat ihr Konto sperren lassen. Sieht aus, als ob sie sich's anders überlegt hat. Sie hat versucht, die Zahlungen zu blockieren. Joker mag nicht, wenn seine Partner versuchen, auszusteigen. Also hat er sich entschlossen, nach Arkham zurückzukehren, seine Formel zu finden und die Armee selbst zu erschaffen. Genau. Das ist ja sogar noch nachvollziehbares Verhalten, ne? Warum geht das nicht? Oh. Hier fällt alles auseinander. Es ist nicht sicher, den Enterhaken zu benutzen. Ich muss hochklettern. Ganz auf die altmodische Art. Ich habe Ihren E-Mail-Account geknackt. 2 E-Mails sind auffällig. Die erste ist ein Kündigungsbrief von letzter Woche. Sieht aus, als ob sie versucht hat, wegzukommen. Und die zweite? Eine Nachricht von Joker. Naja, Jack White. Es ist ein langes Hin und Her. Sie bittet darum, das Experiment zu stoppen, weil es gefährlich wäre. Er hört nicht drauf. Mal sehen. Abwechselnde Drohungen an ihre Familie, ein paar schlechte Scherze, ein Bild eines toten Babys und eine Drohung. Und weiter? Er sagt, ich werde dich holen. Ich will das, wofür ich bezahlt habe. Dann noch so ein Witz über Rollstühle. Reizend. Und so eine Zeichnung von so einem Esel. Dann ist klar, warum sie solche Angst hat. Ich komme an die Oberfläche. Ich finde sie. Eine Zeichnung von einem Esel? Ich komme... Ich bin, glaube ich, gerade zu blöd. Wahrscheinlich habe ich gar nicht hier runtergegangen. Ja. Ja. Wie zum Beispiel einfach darüber zu machen. Aufhören, auseinander zu fahren. Ja. Da geht's auf jeden Fall noch rüber. Da kommen wir aber bestimmt auch ganz leicht hingekratzt. Also, wie bist du darauf gekommen? Durch das grüne, glühende Fragezeichen?
Ja. Junge, beschwer dich nicht bei mir. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Das waren deine Ideen. Also bitte. Das kann es ja jetzt nicht sein, dass du dich bei mir beschwerst und sagst, hey, das ist ja ganz schön billig. Ja, hier sollten wir vielleicht vorsichtig sein. Gute Idee. Mister, ich kann die Steuerung nicht belegen. Ach ja. Und noch mal hüpfen.